Kategorie Treppenlift, das ist ja so das Kategorie Lifter, das kennt man vielleicht so gleich von seinen Urgroßeltern oder Großeltern, die dann vielleicht sowas in ihr Haus eingebaut haben. Das gibt es natürlich auch für öffentliche Gebäude. Ich kenne keinen Rollstuhlfahrer, der diese Dinger mag. Also erstens sind sie nicht besonders schön, sie erinnern einen irgendwie meistens an ein Krankenhaus und letztendlich ist aber das größte Problem, dass man sie nicht selber bedienen kann. Das heißt, es muss immer jemand kommen. Beim Bode-Museum ist das kein Problem, weil es ist irgendwie, wie soll ich sagen, es ist ein Museumsbesuch und da hat man sich ja irgendwie auch vorbereitet. Aber wenn man jetzt zu einer Behörde will und dann irgendwie, da geht man sowieso nicht gerne hin, ja, dann muss man auch noch da den Pförtner bitten, der auch grummelt und das ist irgendwie alles, das ist eine andere Art von Gefühl einfach. Aber das größte Problem ist einfach die Geschwindigkeit. Und ich habe mich mit mehreren Treppenliftherstellern unterhalten und die meinten, ja natürlich können wir die Dinger schneller bauen, aber wir dürfen nicht. Aufgrund von irgendwelchen rechtlichen Bestimmungen, weil das könnte ja jemand dann beim Rauflaufen, beim Treppe gehen, sich an dem Ding stoßen und wenn das Ding zu schnell ist und was passiert, wenn sich irgendjemand da drin einklemmt und so und man muss ja noch rechtzeitig Stopp drücken können, aber letztendlich ist es ein halber Tagesausflug, wenn man da oben sein will. Das ist eine Spitzenausflugsfahrt, ne? Das ist super. Ja. Ich meine, das ist jetzt hier noch ein relativ harmloses Beispiel. Das ist noch ein relativ harmloses Beispiel. Es gibt im Hamburger Bahnhof gibt es eins, wenn man von dem alten Teil in den neuen Teil möchte, dann muss man so einen Treppenlift verwenden, der extrem lange dauert. Ich glaube, es dauert eine Viertelstunde, bis man oben und wieder unten ist. Und das Lustige ist, da das um eine Ecke fährt, dieses Ding, im Hamburger Bahnhof, ist es so, dass dann der Typ, der das bedient, dann auf der Hälfte der Strecke den Schlüssel am Anfang rausziehen muss, die Treppe hochgehen muss und am Ende wieder einstecken muss und dann damit es weitergeht. Und das ist einfach so, ist so absurd für alle. Ja? Und auch sehr unangenehm.